König von Pommern, Leute. Herzogtum Pommern. Tschetschen hat er. Wolin, Sandok, Walch, Sedinia, Jomsberg. Da oben. Also wer... So, schauen wir uns den anderen mal an. Das war der eine und der andere nannte sich... Sigmund. Na, ja, der ist ja normal. Sehe ich ja sofort. Der ist normal. Komisch. Komisch, Leute. Komisch. Einfach mal komisch. So, was haben wir hier oben? Sind unsere Einheiten langsam nicht voll? Toll. Könnt ihr nochmal da hinziehen? Genau. Könnt ihr mal da hinziehen? So, und dann mal ein bisschen euch aufstocken, sozusagen. Ah. Ein Ereignis am Königshof. Der feinste Wein, den die Menschlichkeit kennt. Oh, oh. Ich sehe, wie mein Mundschenk Dagmar und... Es ist so eine Schande, dass Kaiser Kaspar all diesen Slivovitz hortet. Ich horte? Na. Das kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Schnaps horten? Ich verteile den eigentlich immer gerecht, aber horten? Das finde ich gut. Mein Weinkeller ist zu oft verschlossen. Eine Flasche für jeden Hof. Finde ich super. Meine kostbaren Vorräte. Das ist auch nicht schlecht. Ja, die wird Trunkenbold. Hier, das ist unsere... Nee, nicht die, sondern die andere. Dagmar von Schönbrunn. Die hier. Das war eigentlich die, die relativ schlau war, aber plötzlich wird sie Trunkenbold. Ja, das kann ich jetzt auch nichts dafür. Wisst ihr was? Wir machen den Weinkeller auf, Leute. Komm. Allesamt. Rein, rein, rein. Immer rein, rein, rein. Da ist wieder die riesige Armee hier an. Ach nee, das ist eine andere diesmal. Und wieder irgendeine Cousine mit irgendwas zu uns und meint, ich habe Beweise. Gegen wen denn? Wer ist er denn, Leute? Lass mich in Ruhe. Komm. Bin hier gerade im Krieg? Seht ihr das denn nicht? Ich habe bessere Sachen zu tun als sowas. Glaubensoberhaupt um Gold bitten beispielsweise. Das passt zu uns. Genau. Ha. Ja. Kelch von Jutta. Hm. Hat niedrige Haltbarkeit. Okay. Werden wir wohl mal reparieren müssen an der Stelle. Wie sieht es eigentlich mit unseren Hofartefakten aus? Da sollten wir vielleicht mal schauen, ne? Leute, Hofartefakte. Das sieht gut aus. Schwert von Gott. Mein, das ist was lila, Leute. Nehmen wir einfach mal hier den Kelch von Luther. Und was ist das? Excalibur. Mhm. Was haben wir da jetzt gerade? Wir haben Excalibur und das macht 0,03 Bekanntheit im Monat. Nein, Mensch. Glaubensoberhaupt, das passt ja gar nicht zu uns, Schmuckschatulle. Dann nehmen wir hier lieber so ein Schwert. Das passt besser zu uns. Komm. Gibt so ein Schwert und dann ist Gott. Sehr schön. Gut. Leute, ich wollte mal kurz Pause machen. Ich glaube, das werde ich jetzt mal einstellen an der Stelle. Wir machen mal kurz Päuschen.
Wir sehen uns gleich wieder, wenn ihr wollt. Und ich sag mal, die Krone bleibt hier. Und bis gleich. Meine Damen, meine Herren, der Chef ist wieder da. Es geht weiter, Leute. Na? Wunderhübsch. Wunderhübsch, wunder. Und ich habe uns auch gleich noch einen schönen Kaffee mitgebracht. Einen schönen. Prösterchen.
Na moin, grüß dich übrigens, herzlich willkommen. Gepriesen sei St. Matthäus, hier kommt die Steuerrückzahlung. Ach, wisst ihr was, Leute? Die müssen wir auch gleich mal ein bisschen... ...bisschen investieren. Ah, ich wollte... Hier unten wollte ich investieren, ne? Innsbruck? Genau. Ah, hat die Innovation Festungsmauern, okay. Spyro-Sächsisch ist nicht unsere Kultur da unten, oder was? Ah! Mein Lieber, da habe ich meine Aufgabe für dich. Wo ist überhaupt eigentlich noch unsere Kultur? Das wollte ich eh schon mal schauen. Ah, Sächsisch ist da unten. Czaslau. Ja, ja, hier oben hat sich ein bisschen ausgebreitet. Und da unten, das habe ich auch selber gemacht. Und ansonsten nur unser Kerngebiet tatsächlich, ne? Nur unser Kerngebiet, mehr nicht. Da unten müssen wir jetzt mal ran hier. Ansonsten kann ich da nicht ausbauen. Ist natürlich auch wieder Mist, dass die ihre Sachen da nicht in Ordnung halten können. Naja. Gut, was machen wir hier? Lederzelte, Wiesen, würde ich sagen, Leute. Prag. Ich finde, wir werden eh alles ausbauen, früher oder später. Also von daher, dann machen wir Gehöfte. Leitmeritz kriegt Lagerrodung, Pilsen. Kriegt Gehöfte, Saatz kriegt... Gutshöfe. Wie viel sind wir? 1500. Oh, wir haben immer noch. Wir haben Platz, Leute. Burg. Goslar. Kriegt einen Steinbruch. Gebäudebauzeit minus 7%. Jo, hört sich super an. Hradek. Kriegt eine Burg. Aachen kriegt. Oh, hallo. Oh, das laut plötzlich, Leute. Eieiei. Boah. Ist das nur bei mir so laut? Meine Frage. Ja, grüß dich. Hallo, ihr Stifte und Stiftinnen. Winkende Hand, grinsender Smiley LUL. Herzlich willkommen, lieber Ortos. Dankeschön fürs erste Abo heute. Freut mich sehr. Ja. Ich sage dazu Hup, Hup, Hup. Dankeschön, mein Lieber. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Dankeschön. Was machen wir hier, Leute? Bluthundzwinger. Ja, mal gut, Bluthundzwinger war. Köln. Mal gucken, Kölle. Burg ausbauen. Donjon, you know. Innsbruck. Haben wir schon drüber geredet, ging nix. Brixen, genau das gleiche. Haben wir drüber geredet, ging nix. Tja. Leute. Geil. Die beiden Grafschaften da haben irgendeine blöde Kultur, wo man nichts ausbauen kann. Und jetzt. Ah, gut, 151, okay. Wir haben eh nicht mehr, das passt schon. Aber wir sind fast komplett im Krieg, Leute, ne? Muss man ja mal so sagen. Wir sind fast komplett im Krieg und trotzdem sieht es mit den Einheiten oder von den Einheiten her nicht allzu schlecht aus, ne? Muss man ja mal fairerweise so sagen. Oh, 75 und 91 von 100. Okay, da lassen wir noch einen Tick warten und dann gehen wir mit denen auch wieder nach unten und greifen da mal irgendwo was an. Lagern mal irgendwo was. Konstanza vielleicht. Aufgabe Komplotte stören. Ja, gerne. Oh, hallo. Erstes Abo, da geht aber noch mehr, oder? Ja, Ortos, die Community ist in den letzten Monaten ruhiger geworden. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen jetzt, wir kennen uns jetzt, wir wissen, der Phil, der ist da, ja? Und von daher, ja, geht mehr, aber alles gut.
ist okay. Ich trinke auch so meinen Kaffee und freue mich auch über ein Abo. Dankeschön, mein Lieber. Herzlichen Dank und einen schönen Samstag nochmal gewünscht. Und dann sage ich nur mal, herzlich willkommen, Dankeschön für den ersten Follow heute. Auch Dankeschön mal dafür. Freue mich sehr. Ja, dachte ich mir. Seht ihr auch, wir sind weit weg vom Abo-Ziel. Tja. Mein lieber Orthos, herzlichen Dank. Dankeschön. An den Volker und an den Lemming-Trainer, den ich nicht kenne. Aber Volker kenne ich. Volker schön, da, Volker schaut hin und wieder mal rein. Ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Naja, ist wahrscheinlich so mit dem Internet. Manchmal wird man ein bisschen ruhiger. Ist egal, wir lassen uns davon jetzt nicht beirren. Wir machen hier weiter, Leute. Freundschaft von Graf. Wer ist er denn? Liudolf. Da würde ich sagen, würfeln wir. So wie wir es. So wie wir es kennen. Da würfeln wir, Leute. Keine Ahnung. Warum kann er mich nicht in Ruhe lassen? Ich möchte sein Gesicht. Das ist genau das gleiche Event wie vorhin. Da bin ich gespannt. Na, eine 4. Zweite Option. Verliert 5 Meinung. Das sieht wirklich nicht alle Tage. Na dann, wenn das so ist. Wir ziehen mal los. Belagern ein bisschen da unten. Gar nicht, was das immer ist hier. Das sind gar nicht unsere Kriege und die kommen einfach und greifen uns an. Das ist sowas von dumm. Blöd auch. Ärgerlich. Also. Und auch immer diese Schrecken zwischendrin. Naja. Weiß auch nicht. Ja, danke schön, Orthos. Ganz genau. Herzlichen Dank nochmal. Und lieber Orthos, ich tröte auch gerne für dich. Ein bisschen unangemessen als König, aber... Ja. Drücken wir mal nur mal kurz. Etwas unangemessen, aber ist auch nicht weiter schlimm. Was haben wir hier eigentlich wieder gekriegt? Irgendwas haben wir hier wieder gekriegt, ne? Ach ja, die Brosche. Verführung, Komplott, Stärke, Prestige. Ja, wir machen gerade keine Verführung, ne? Oh. Boah, ich weiß auch nicht. Armeen hier überall. Was ist denn das eigentlich? Wo ist denn da jetzt noch eine Burg, Leute? Achso, die wahrscheinlich. Da oben, ne? Wir müssen die erstmal einnehmen und dann... Ja, okay, komm. Dann warten wir da mal kurz. Und dann... Soll mir jetzt auch egal sein. So, ihr kriegt jetzt hier auch mal einen Belagerer. Herzog Radu, mein Lieber. Du darfst mal wieder zur Tat schreien. So, dann müssen wir mal ein bisschen belagern hier, Leute. Sie ist jetzt bei 0%. Das ist ja traurig. Trauriger Kriegsstand. So, mal ganz ehrlich mal so sagen. Also.
Meine Fresse, seht ihr mal, was wir da jetzt alles gekriegt haben gerade, Leute? Junge. So, Inspiration. Ist es immer noch die mit der prächtigen Inspiration? Was haben wir hier gekriegt? Irgendein Hofartefakt, ne? Achso. Stimmt, da bei der Dings da haben wir irgendwas gekriegt gerade. Ja. Werden wir hier auch mal ein bisschen aufteilen. Einmal halbieren, einmal nach da oben ziehen. Wir machen jetzt hier keinen Quatsch und greifen uns nicht wieder an. Das ist jetzt hier mittlerweile schwierig zu durchblicken. Ja, hier sind überall irgendwelche komischen kleinen Stummelarmeen. Hier oben, okay, da haben wir eingenommen. Das sieht gut aus. Machen wir hier weiter, würde ich sagen. Ne, hier weiter. Ach Gott, überall verlieren wir Einheiten. Das ist lächerlich. Naja, dann machen wir einfach da weiter. Okay. König Fabrice führt ihn sofort herein. Jawohl. Ich verstehe gar nicht, warum wir uns mit dem so schwer verstehen, Leute. Der ist doch hier unten König von Kroatien. Habe ich den nicht extra auf den Ton gesetzt, Leute? Der hatte eine gute Frau von uns gekriegt. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Kind hat er auch schon. Erbe ist da. Hohe Steuern. Verlangt Titel, Herzogtum, Sajumie. Kann ich den nicht geben, sag mal? Welchen Titel jetzt? Herzogtum, Herzogtümer. Sahumie. So. Ach, derzeitiger Träger ist mein Sohn. Ja. Warum bist du auf mich böse, wenn mein Sohn... Ist blöde, oder was? Das ist ja ein Kerl, Leute. Königreich. Gucken wir mal nochmal. So. Hier. Was hat er noch? Was ihn ganz bedrückt. Absolute Lehnsautorität. Ich verstehe gar nicht, dass die mich hassen wegen Lehnsautorität. Ich bin euer König, Leute. Zeigt mir mal ein bisschen Respekt. Vasallen entzogen. Ja, gut. Ja, gut, das. Vasallenbande ändern. Ich könnte ihm jetzt hier Steuern runtersetzen von 0,5 auf 0,3. Ihr seid nicht des Vasallen rechtmäßiger Lehnsherr. Wer ist es denn dann? Achtung. Oh, ist da was, Leute? Das ist mir zu hoch. Ich glaube, ich mache hier unten weiter meinen Krieg. Davon verstehe ich wenigstens was. So, haben wir hier eigentlich einen Belagerer? Da ist kein Belagerer am Werk. Sollen wir mal durchaus gucken, dass wir da noch einen Belagerer rankriegen? Hoffentlich haben wir noch einen. Wir sind selber Belagerer. Wir führen an, Leute. Eieiei. Na, ich hoffe, das geht gut. Machen denn die Verbündeten da wieder für wilde Sachen? Komplott bei Hofe. Was auch immer, Leute. Oh, wir sind fettleibig geworden. Das sollten wir abtrainieren. So sind wir jetzt fettleibig geworden, Leute. Stehe ich nicht. Der ist 61. Gesundheit ist schlecht. Ja, gut. Weil wir fett sind jetzt. Naja, vielleicht sterben wir gleich. Mal gucken. Dann ist es so. Lange hat er gelebt, unser König. Roman Rocker kann uns Lösegeld bringen. Naja, würde ich sagen, sage ich nicht nein. Verbrecher können eingekerkert werden, Herzog Tetzlaff. Wenn wir begnadigen. Genau. Zack. Verlieren wir noch ein bisschen Anspannung. Oh, immer nicht allzu schlecht. Unser Domänenbesitztümer können wir gleich nochmal. Prag würde ich auch im Krieg ein bisschen weiter ausbauen. Warum nicht? Einfache Erdwelle vielleicht mal. So.
Dann vielleicht noch Goslar. Und vielleicht noch eine Sache. Bunzlau. So. Okay, eine Sache können wir noch mal. Das Saatz hier noch. Zack. So. Jetzt reicht's aber. Nur nicht so viel Geld ausgeben. Wenn man im Krieg ist, da braucht man immer ein bisschen Kriegskasse, Leute. Nicht, dass was passiert oder so. Weil es sieht jetzt hier sehr souverän aus, aber das kann sich auch mal ändern. Das ist Krieg, ne? Ein Stifter entdeckt. Mhm. Toll. 18% Kriegsstand. Ich weiß gar nicht. Verlorene Schlachten, minus 1. Gehaltene Kriegspunkte, okay. Haben die das zurückgeholt jetzt, oder was? Belagern das hier alles. Sie stehen hier überall in jeder Stadt mittlerweile drin, glaube ich. Verwaltungslebenswandel können wir einen neuen machen. Detaillierte Hauptbücher. Es ist meine Domäne. Boah. Remischil, wir haben noch ein Kind. Ah ja, das betet mich, das bringt mich aber auch noch zum anderen Punkt. Wir sollten vielleicht nochmal schauen, bevor wir jetzt hier tot umfallen, sollten wir vielleicht mal schauen, womit wir unsere Töchter verheiratet haben, weil das kann ich dann nämlich nicht mehr machen, wenn hier unser Sohn übernimmt. Also Prinzessin Dagmar haben wir schon gesehen. So, wen haben wir hier? Prinzessin Matteja. Die hat aber auch einen Hofhenker. Ach Gott. Okay. Dann haben wir hier Königin Jarmilia von Serbien, gut verheiratet. Königin Christina, Großkönigreich von... Was ist das? Prinz John von England, Lehnsherr. Das wird an uns fallen, Leute. Was? Prinz Alwin? Wer ist denn Alwin? Den müssen wir umbringen, Leute. Zack. Da müssen wir nochmal schnell tätig werden. Hier hat sich irgendwie die Thronfolge geändert. Ich sehe hier schon wieder, was der... John ist eigentlich der älteste Sohn, aber die wollen das... Nee, der soll hier nicht... Wieso soll der nicht... Wo war's? Ja, hier soll hier irgendwie der Hofnarr... Der soll hier Herrscher werden. Das können wir natürlich nicht zulassen. Und das werden wir auch nicht zulassen. Wir werden hier nämlich noch Leute einfügen. Hofhenker von König Gilbert kann überzeugt werden mit Bestechung. 75. Völlig in Ordnung. Dann schauen wir gleich mal, wo das da ist. 95%. So. Kommt da weg. Also Königreich England, das können wir ruhig, ne? Das denke ich. Oder weil das Titelnachfolge, weil das gewählt wird. Ach. Wahlanzeigen, weil das gewählt wird. Natürlich auch mies bei so einen Häusern, die gewählt werden. Hier ist unser, der John ist gar nicht dabei. Doch, da ist er, Höfling von euch. Höfling von uns? Der ist in Prag, warum das denn? Geh doch mal irgendwie... Okay, schauen wir weiter. Wen haben wir noch? Das war die Christine. Dann haben wir den Gamal. Den haben wir, jawohl. Und dann haben wir noch Branimir. Und der ist auch verlobt mit Galizien-Volinien. Ja, ist
super, 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 super Sachen hier an der Stelle. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Darben. Hey Leute, passt mal ein bisschen auf euch auf, ne? Scheunen und Speicher in Jungbunzlau. Wir darben hier aber auch, ne? Können wir vielleicht mal erstmal unsere... Unsere Einheit mal noch mal ein bisschen auseinanderziehen. Kann sich die eine da nämlich... Ah, wir sind nicht länger fettleibig. Sehr gut. So, da unten kommen 9000 Mann an. Okay. Da sollten wir mal ein bisschen aufpassen, wo die hinziehen. Nicht, dass die zu uns kommen. Die wollen nicht zu uns. Machen wir gar nichts, das ist mir zu riskant. Wir haben durch Bestechung haben wir schon... Ah, König Dobromil ist nicht länger unser Oberjägermeister. Ah, da ist jemand gestorben. Er lag seinen Verletzungen. Ach ey, aber gut, mit 61. Ich glaube, das ist in Ordnung. So, jetzt brauchen wir einen neuen Ratsmarschall. Da werden wir gleich mal schauen. Wen haben wir denn da? Ja, das ist unser bester Mann hier, ne? Wir können ihn einsetzen auch, ne? Schwager, Vasall, Befehlshaber. Er ist unser Bruder. Ah, ich glaube, unseren Bruder einsetzen, das ist, glaube ich, auch eine weise Sache. Ich setze mal unseren Bruder hier ein. Der wird das auch ganz gut hinkriegen. So viel schlechter ist er nicht. Wird schon werden. Das wird schon werden. Da bin ich mir noch sicher. So, die werden versorgt. Die werden nicht versorgt. Ah, gib die Idee auf. Ich will mir das gar nicht durchlesen. Das sind wieder irgendwelche Schnapsvorschläge da. Das brauchen wir nicht. So, wir haben wieder 860. Wir können wieder ein bisschen ausbauen. Gehen wir wieder nach Czaslau. Lederzelte. Und Prag. Die Wiesen. Leitmeritz. Gemüsepflanzung. Pilsen. Die Holzkaserne. Reicht mir. So, hier haben wir was eingenommen. Sehr schön. Wurde Zeit. So, dann würde ich sagen, bleib mal erstmal da stehen, da kannst du dich mal ein bisschen versorgen, genau. Und dann geht's weiter. Fusel und liebe Leitwölfin, herzlich willkommen euch beiden. Ich hoffe, euch geht's gut. Moin. Schönen guten Nachmittag gewünscht. Oder schönen guten Mittag gewünscht, wahrscheinlich eher. Prost, Käffchen. So, ist der jetzt hier gut versorgt? Nee, aber so mittelmäßig. Ich verstehe nicht, was die immer ihre Belagerung abbrechen. Leute, zieht doch einfach mal eure Belagerung durch. Das ist ja ein Trauerspiel. Meine Güte, ihr müsst keinen Krieg führen, ihr sollt nur belagern, Leute. Oh Gott, das ist ein wirklich... Das ist ein Trauerspiel hier mit dem Krieg, Leute. So, ich würde sagen,
Wir sind fast voll. Wir halbieren jetzt hier noch einmal die Truppe. Gehen einmal dahin. Und das machen wir hier oben dann genauso. Die hier unten, 76, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Schon wieder ein offenbartes Geheimnis. Leute, wie viele Geheimnisse denn noch? Mensch. Gut versorgt, okay. Halbiere ich auch mal. Einer geht dahin, der andere geht dahin. Das sind ja alles irgendwelche kleinen Gebiete. Das gibt alles ganz wenig Kriegsstand, nur das ist so ein bisschen das Problem, wisst ihr? So, die Truppe hat wie viel? Ich muss erstmal stehen bleiben, die muss ich auch mal ein bisschen erholen da. Jetzt ganz gut aus. Ist hier noch ein Belagerer? Jo. Ist hier noch ein Belagerer? Die Belagerer, die sind schneller. Ja, nee, da unten haben wir auch keinen mehr, weil da bin ich nämlich schon, genau. So unser König hier. Martin, grüß dich. Moin. Sagen, wir lassen das jetzt aber auch erstmal hier so. Die müssen ja einfach nur, unsere Verbündeten müssen einfach nur mal schlau sein und mal ein bisschen, ne? Zahlung verlangen. König Marek. So, haben wir denn jetzt hier, kriegen wir jetzt hier unterversorgt? Plus 20 Vorräte im Monat, ja, na endlich. Meine Güte, was sind das alles immer für irgendwelche Geheimnisse hier, Leute? Lasst mich doch in Ruhe mit den ganzen Geheimnissen, ich möchte Krieg machen hier. Eieieiei, das ist ja schlimm. Ja, der nächste ist scheußlicher Unhold. So, 95, das sieht hier gut aus. Oh, eine gefährliche Fraktion. Unabhängigkeitsfraktion, ach Quatsch. Ah ja. König Karel. Hm. Aus unserem Haus. König Sigmund. Aus unserem Haus. Und Herzog Radu von Kent, den haben wir schon fünfmal dabei gehabt, diesen Idioten. Ja. Mein Lieber, ich kann dich nicht in den Rat holen, du hast keine Talente. Mensch. Geschenk schick. Gewinnt 30 Meinung von uns. Ist da was? Und der hier auch. 46 Punkte. So, mit dem machen wir gleich mal ein bisschen Quatschi-Quatschi hier, würde ich sagen. Komm. Freiheitsfraktion. Das sind hier die ganzen, die Nackedeische, die können mich nicht leiden aus irgendwelchen Gründen. Den hier, Herzog Schädig, könnten wir auch in den Rat holen, ja. Aber, naja, komm. Ich hab gar nicht so viele Posten im Rat, Leute. Ich kann hier einen Posten, ist nicht besetzt mit einem Mächtigen. Das ist okay. Und Pribyschlav, den könnten wir... Das ist unser Sohn, aber... Da könnte Sedik rein. Die Dorothea. Den können wir tatsächlich auswechseln, den Posten hier.
gibt's hier denn noch einen Mächtigen? Irgendjemand? Ademar von Lothringen. Mensch, du bist ein 15er Mann. Ja, das ist doch... Jemine. Weil wir ein Tyrann sind. Wir haben ein bisschen tyrannisch gehandelt neulich. Das mögen die nicht, Leute. Ach, Jemine, da. Aber meinen Sohn nehme ich nicht raus. Und die hier ist einfach zu gut, Leute. Also wisst ihr, wenn ihr... Man besetzt doch den Rat nicht nur nach, wie die gerade drauf sind, oder? Wobei der würde uns dann wahrscheinlich sogar mögen hier, ne? Nehme ich an. Hausmitglieder gerufen. Oh ja. Die kommen auch noch mit in den Krieg. Da ist anscheinend irgendwas gewechselt. Wunderbar. Kommst du mit? Machst du mit? Ne? So, hier können wir nochmal die Truppe halbieren. Dann die Belagerung weiter anführen, würde ich sagen. Einmal hier. Und einmal hier. Genau. Und die sind auch langsam, aber sicher besser versorgt. Ein Kill wurde in der Schlachterscharen. Ärgerlich. Tja. Bretsches Hallöchen. Grüß dich. Grüß dich, Bretsches. Ja, ich würde sagen, mit dem können wir ja auch gleich weiterziehen. Es dauert nicht mehr allzu lange. Wir sind jetzt bei 41%. Es tickt ganz langsam, Leute. Es ist ein riesiges Gebiet, was wir hier einnehmen müssen. Okay, aber das ist ja wirklich ein zäher Krieg, Leute. Weil sie unsere Verbündeten auch extrem blöd anstellen. Die stehen da irgendwo rum, brechen dann dreimal Belagerung ab. Dann haben sie wieder nicht mehr was, was sie belagern wollen. Es ist ganz traurig. Ihr vergesst die Sprache Vulgärdockisch. Ach, weil wir schon so alt sind. Naja, komm. Jetzt sehen wir mittlerweile, sehen wir schon ganz schön alt aus, ne, Leute? Gesundheit ist auch mittlerweile schlecht schon. Ja. Ich glaube, wir machen auch nicht mehr allzu lange hier an der Stelle. Da werden wir dann bald umfallen, Leute. Tot umfallen. So, halbieren hier auch nochmal die Truppe. Einer geht dahin, der andere geht gleich weiter. Jo. Sehr gut. Ein riesiges Gebiet, deswegen kriegen wir sogar so wenig hier. Irgendwo haben wir mal eine Schlacht verloren. Die hier unten, die ich verstehe gar nicht, dass sie uns nicht angreifen. Die haben wahrscheinlich Schiss vor uns, ne? Hier ist irgendwo... Ach da, die Baronie müsste ich noch angreifen. Dauert doch mittlerweile lange hier da. Hier nochmal Belagerer stationieren und dann geht ihr nochmal dahin. Ja, da würde ich sagen, auf die Gesundheit. Getränk des Lebens, das war's mit ihm. Er sah durstig aus. Ja. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.